Willkommen bei Study Channel TV, der Sender der Wissenschaft. Mein Name ist Jürgen Bond. Wenn wir uns mobile Systeme mal anschauen, dann könnte man natürlich die Frage stellen, welche Sinne hätte ein Smartphone, wenn es ein Mensch wäre? Wobei wir Sinne jetzt zum Beispiel eher mit Sensorik gleichsetzen müssen. Und dazu finden wir natürlich eine entsprechende Antwort. Denn unsere Smartphones haben schon eine reichhaltige Auswahl an unterschiedlichen Sensoren für unterschiedliche Aufgaben. Nun, alle gängigen Smartphones verfügen über zwei Kameras, eine auf der Front- und eine auf der Rückseite, die eben für unterschiedliche Aufgabenzwecke verwendet werden können. Ich sag mal vom Schminkspiegel bei der Frau mit der Frontkamera bis hin zur Selfie-Produktion oder eben der Produktion von irgendwelchen Aufzeichnungen mit der rückseitigen Kameras. Wir haben mehr oder weniger großes Display mit entsprechendem Touchscreen. Unser System verfügt über Mikrofone und Lautsprecher. Hier ist auch die Qualität jeweils unterschiedlich. Das geht hin bis zu High-End-Qualität bei den teuren Systemen. Dann haben wir natürlich Bluetooth oder NFC-Technologie integriert, um eben die Nähe zum Point of Interest oder Point of Sale zu gewährleisten. Wir können die Lage und auch die Beschleunigung, mit der das Smartphone bewegt wird, ermitteln. Dazu ist ein Gyroskop und ein Accelerometer integriert. Wir können die Richtung in Form einer Art Kompassinformation über ein Magnetometer festlegen. Das heißt, das sind ganz wichtige Sensoren, wenn man jetzt bestimmte Entfernungsmessungen macht oder Ortungspositionen durchführt, die man jetzt zum Beispiel mit Google Map nutzt, wenn man durch irgendeinen unbekannten Ort geht und lässt sich quasi navigieren von dem Smartphone. Damit diese Ortsbestimmung dann auch funktioniert, haben wir die Möglichkeit, das über GPS machen zu können. Das heißt, es gibt einen GPS-Empfänger und Sender. Wir haben die Möglichkeit, das auch über unseren ganz normalen Mobilfunk oder WLAN-Zugangsknoten machen zu können. Das heißt, da ist also eine ganze Reihe an Möglichkeiten gegeben. Wir haben einen Näherungssensor, der auch auf die Helligkeit reagiert. Das kennt ihr ja auch. Das Smartphone schaltet sich aus und in dem Moment, wo man sich dem Smartphone nähert, reagiert dieser Sensor und schaltet den Bildschirm wieder ein. Dann haben wir natürlich auch bedingt über bestimmte Funktionen der Apps die Möglichkeit, über die CPU Informationen zur Auswertung oder für irgendwelche Nutzungsdaten direkt durch Cloud-Unterstützung abzurufen. Und man sieht, dass moderne Smartphones schon eine sehr aufwendige Elektronik haben, um all die Dinge umsetzen zu können, die wir gerne in den Apps verwenden. Allerdings wird es manchmal auch ein bisschen übertrieben, ja, denn wenn ich zum Beispiel nur das Blitzlicht als Taschenlampe nutzen will, dann müsste ich ja eigentlich nur eine App haben, die diese LED ein- oder ausschaltet, wozu der Entwickler der App dann Zugang zu all meinen persönlichen Informationen auf dem Smartphone drängt. Das kann sich mir zum Beispiel nicht erschließen. Ja, das heißt, es geht denen ja nichts an, was meine Kontakte und Bilder und Videos und so weiter anbelangt, bloß weil ich eine LED ein- oder ausschalten möchte.
Auch da muss halt jeder selber für sich entscheiden, wie weit er da mit der Freigabe seiner persönlichen Daten bereit ist zu gehen. Nun, aber es ist schon eine ganz interessante Sache, diese ganzen Sensoren. Wenn wir jetzt zum Beispiel hier einen Bezahlvorgang bei Amazon macht und man will jetzt mit einer Kreditkarte bezahlen, dann war man ja bislang gezwungen, immer alle Daten von der Kreditkarte abzulesen und dann hier einzutippen. Heute ist es halt möglich, dass ich mit der Kamerafunktion die Kreditkarte quasi fotografieren kann oder abscannen kann und die Software holt sich die entsprechenden Informationen automatisch aus der Bilderkennungssoftware heraus. Das heißt, die Kombination von Sensoren und künstlicher Intelligenz, die ermöglicht es uns, immer neuere Features zu realisieren. Auch hier dazu mal ein Beispiel. Gerade diese Bilderkennung mit kontextsensitiven Aufgaben. Zum Beispiel kann ich irgendeine Pflanze fotografieren. Und wenn ich nicht weiß, was das für eine Pflanze ist, dann kann dieses Bild aus der App heraus direkt ins Internet übertragen werden, mit Datenbankeinträgen verglichen werden und dann werden mir eben entsprechende Informationen über diese Pflanze bereitgestellt. Das habe ich selber auch schon mal genutzt, weil einige Sträucher nicht besonders gut aussahen, braune, gelbe Flecken hatten auf den Blättern und ich wusste jetzt nicht, was ist das für ein Schädling, der das verursacht, was kann man dagegen tun? Ja, dann fotografiert man das einfach, schickt es über die App an einen solchen Dienstanbieter, die haben das verglichen und dann kriegt man in relativ kurzer Zeit die Information, was das für eine Krankheit ist und welcher Schädling dafür verantwortlich ist und ob man dann auch irgendetwas noch dagegen machen kann. Oder man geht irgendwo durch eine Stadt, sieht irgendwo einen interessanten Laden oder ein Restaurant, Café oder Bar oder was auch immer und kann jetzt quasi über die App das Ganze aufnehmen und bekommt dann eben entsprechende Informationen, was dort angeboten wird, zum Beispiel aktuelle Speisekarte, Getränkekarte und so weiter und kann dann eben entscheiden, ob man da einkehrt oder nicht. Ja, eine weitere interessante Sache ist natürlich auch die Verbindung zu WLAN Access Points, indem man entsprechende Barcodes oder QR-Codes scannt. Das nutze ich zum Beispiel hier auch. Ich habe neben dem normalen WLAN-Netz auch ein Gästenetz eingerichtet über meine Fritzbox. Und dann hat man die Möglichkeit, wenn die Einrichtung abgeschlossen ist, dass man sich dann eben einen QR-Code ausdrucken kann. Und der Zettel liegt bei uns im Wohnzimmer im Schublad. Und wenn jetzt Bekannte kommen, die vielleicht kein großes Datenvolumen mehr haben oder ihr Datenvolumen jetzt für die Zeit, wo sie zu Besuch sind, nicht unbedingt nutzen wollen, die können dann eben von ihrem Smartphone den QR-Code kurz scannen und sind dann eben in dem Gäste-WLAN-Netz angemeldet. Das ist natürlich eine tolle Sache. Da brauche ich die nicht sicherheitstechnisch extra über ihre MAC-Adresse zu registrieren. Da hatten wir ja dann auch schon mal drüber gesprochen in IT-Infrastrukturen, dass das eben eine der sichersten Möglichkeiten ist, Endgeräte mit einem WLAN zu verbinden durch die Kombination mit der Hardware- oder MAC-Adresse. Ja, für Pilze gibt es auch, ja, aber
da würde ich mich nicht unbedingt dran wagen. Ja, das mag vielleicht zuverlässig sein, aber ich denke, die Unterschiede zwischen ähnlichen Pilzen, die essbar und nicht essbar sind, die sind doch für einen Laien zu groß. Und ich würde mich da auch nicht auf irgendeine Information aus dem Internet in Bezug auf ein Bild, was ich jetzt von einem Pilz gemacht habe, verlassen. Ja, denn wie Sie gerade schon sagen, Herr Hermanns, das sorgt dann schon für viele neue Patienten zum Magenauspumpen. Und da würde ich mich dann schon eher auf einen Spezialisten verlassen, der das schon ein paar Jahre gemacht hat und sich in dem Metier auch auskennt. Also nicht jedes Angebot ist auch sinnvoll, dass man es nutzt. Ja, also da haben Sie vollkommen recht. Also das würde ich auch nicht machen. Nun, wenn wir schon im mobilen Bereich tätig sind, dann muss man sich natürlich auch Gedanken über mobile Plattformen machen und den Möglichkeiten, die diese Plattformen letztendlich bieten. Und aus der Kombination von mobilen Betriebssystem, mobilen Angeboten, lässt sich ein sogenanntes mobiles Ökosystem kreieren im Bereich des Mobile Computing. Nun, dieses Ökosystem ist eigentlich aktuell auf zwei Kontrahenten beschränkt. Nämlich auf der einen Seite Google mit Android und den entsprechenden Nutzern und auf der anderen Seite natürlich Apple mit iOS und den entsprechenden Apple-Usern. Und die kämpfen natürlich gerne um entsprechende Marktanteile. Aber wir werden sehen, dass die Firma Apple mit deutlich geringeren Userzahlen auf ähnliche Marktanteile kommt wie auch die Firma Google oder Gewinne kommt wie die Firma Google. Nun, wenn wir die Begriffe mobiles Betriebssystem, mobile Plattform und mobiles Ökosystem einmal gegenüberstellen, dann kann man das so ein bisschen vergleichen und herauskristallisieren, was mit diesen drei Begriffen letztendlich gemeint ist. Mobiles Betriebssystem, ganz klar, dient der Verwaltung und Bereitstellung von Systemressourcen und entsprechenden Funktionen. Google hat nicht Android gekauft. Google hat Android entwickelt. Das heißt, man hat aus der Basis von Debian Linux hat man eben Android entwickelt in Verbindung mit einer Allianz von angeschlossenen Unternehmen, die mit Google da zusammengearbeitet haben. Was genial war bei Google, war, dass Google direkt erkannt hat, nachdem Apple das iPhone mit iOS auf den Markt gebracht hat, dass das eben ein Markt der Zukunft ist. Ja, wenn man da zum Beispiel Steve Ballmer nimmt, der zum gleichen Zeitpunkt als Steve Jobs das iPhone vorgestellt hat, auf einer Konferenz in Boston oder New York, ich weiß es nicht mehr so genau, dann groß postuliert hat, dass das ein großer Fehler sei, ein IT-Unternehmen, das jetzt in die Telekommunikationsbranche einsteigt. Beide Branchen hätten miteinander nichts zu tun und Jobs würde schon sehen, was er davon hat. Er gibt ihm ein halbes Jahr, dann verschwindet das iPhone wieder vom Markt. Und das war natürlich die größte Fehlentscheidung der Firma Microsoft in Bezug auf diesen neuen Markt. Und das hat dann natürlich dazu geführt, dass Microsoft diesen mobilen Bereich zunächst mal wieder verschlafen hatte. Genauso wie vorher schon das Internet Ende der 90er Jahre. Und
bis heute hat Microsoft auch keinen richtigen Fuß, auch mit Windows Mobile, in dieses Marktsegment hineinbekommen, trotz des Kaufs der Nokia-Sparte. Man hat es einfach nicht geschafft, dort jetzt in Konkurrenz treten zu können gegen Apple und gegen Android. Und das wird auch wahrscheinlich in Zukunft nicht mehr passieren. So, das heißt, die mobilen Betriebssysteme sind halt verantwortlich für die Bereitstellung von Systemressourcen und Funktionen, ja, die Steuerung des Displays, Touch-Eingabe, Übertragungstechnik, Speicherverwaltung, Sensorik und so weiter. All das, was wir ja im Rahmen des Betriebssystemteils bei IT-Infrastrukturen schon gehört haben. Darüber hinaus natürlich auch die Installation und Ausführung von Apps und natürlich Sicherheitsfunktionen müssen integriert sein, wie Authentifizierung, Zugriffsschutz und so weiter. Nun, als mobile Plattform versteht man jetzt die Kombination aus Betriebssystem, Entwicklungsumgebungen, Apps, Dienstleistungen, gegebenenfalls zusätzlicher Hardware, die dann insgesamt den Kern eines mobilen Angebots ausmachen. Und das Ganze wird dann zum mobilen Ökosystem, wenn man jetzt die Gesamtheit aller Marktteilnehmer betrachtet, die die Produkte und Leistungsangebote einer mobilen Plattform anbieten, erstellen oder nutzen. Also sprich, die Summe aller Hersteller, Softwareentwickler und der entsprechenden Kunden, die das Ganze dann kaufen und nutzen. Nun, wenn wir jetzt mal auf die Produkte ein bisschen spezifischer eingeht, kann man sagen, bei den mobilen Betriebssystemen haben wir Android und jetzt kommen wir nochmal auf Ihre Frage von eben zurück, als ein quelloffenes Betriebssystem, das eben von Google stabsmäßig entwickelt wird in Verbindung mit der Handset Alliance. Das ist quasi ein Zusammenschluss diverser mobiler Systemgerätehersteller, mit denen sich Google zusammengetan hat, um eben dieses Produkt Android gezielt am Markt zu platzieren. Es gibt natürlich auch die freie Version von Android. Die kann sich auch jeder runterladen. Die kann man dann sehr schön nutzen, wenn man zum Beispiel noch ein älteres Smartphone hat, wo es vom Hersteller kein Update mehr gibt. Dann kann man das, wenn man es geroutet bekommt, eben einer Original-Android-Version aufspielen und kann zumindest bis an die Leistungsgrenze eine Version aufspielen, mit der man dann noch so einiges mit diesem älteren Gerät machen kann. Nun, die mobilen Plattformen werden natürlich über den Apple Store oder auch Google Play angeboten, nämlich iPad und iPhone mit Apple eigenen Angeboten im Medienbereich, Payment-Bereich, Navigation und so weiter. Und Android macht eben das Gleiche mit dem Google Play Store, wo dann auch entsprechende weitere Google-Apps und Dienste zur Verfügung gestellt werden, kostenfrei und teilweise auch kostenpflichtig. Und zusätzlich noch weitere Angebote von den jeweiligen Herstellern, wie zum Beispiel spezielle Applikationen von Samsung, HTC oder auch von den Mobilfunkbetreibern wie Vodafone, Telekom, 1&1 und so weiter. Ja, und das mobile Ökosystem habe ich jetzt mal so
am Beispiel von Android dargestellt. Dazu kommt dann eben der Plattformhersteller Google plus eben die Open Handset Alliance. Dann auch Hardwarehersteller, die nicht unbedingt in der OHA vereinigt sind, wie Samsung, HTC, Huawei und so weiter. Wobei ich jetzt nicht weiß, wer von denen alle in der OHA ist. Da müsste man sich mal im Internet schlau machen. Spielt aber auch hier an der Stelle keine Rolle. Dann natürlich die gesamte Gemeinschaft der App-Entwickler und Anbieter. Und dann natürlich der Android-Nutzer, der dann dieses Ökosystem vervollständigt. Ja, wenn man jetzt mal den Weltmarkt betrachtet mit mobilen Systemen, mit den entsprechenden Betriebssystemen Android und iOS, dann ist es eigentlich über die Jahre relativ stabil geblieben. Android liegt weltweit bei einem Marktanteil um die 78% im Durchschnitt und Apple im Durchschnitt so um die 18% Marktanteil. Das heißt, die beiden teilen sich diesen Weltmarkt eigentlich auf, denn wir sehen, der Rest hier unten, der liegt deutlich unter teilweise 2% und spielt dann keine Rolle. Wir sehen, Microsoft Windows Phone liegt vielleicht bei 2,5-3% weltweit. Das ist natürlich dann für Applikationsentwickler nicht gerade interessant, genauso wenig für Mobile Business Anbieter, denn oder Mobile Commerce Anbieter, denn das ist eine ganz geringe Zielgruppe, die eben mit Windows Phone arbeitet, und da wird man sich sicherlich eher überlegen, dass es sinnvoller ist, eben diese beiden Zielgruppen Android und iOS zu unterstützen, weil davon auszugehen ist, dass das Kaufpotenzial in der Summe gesehen mit Systemen dieser Betriebssysteme wesentlich höher ist. Ja, deshalb kann man im Prinzip hier auch einige rausstreichen und letztendlich bleiben nur diese beiden mobilen Plattformen übrig. Und da ist natürlich interessant, mal zu beleuchten einige Eckdaten. Aktive Nutzer bei Android ca. 2 Milliarden gegenüber ungefähr 800 Millionen Stand 2017. Apps gibt es bei Android 3,3 Millionen, bei Apple 2,2. 7-8% der Apps sind kostenpflichtig bei Android. Bei Apple gibt es da keine Angaben zu. Downloads haben wir hier ca. 75 Milliarden gegenüber 25 Milliarden bei Apple. Die Provisionen, ja, was die sich jetzt letztendlich beziehen auf die Anbieter, die dann durch die Stores gezahlt werden, kann ich jetzt nicht 100% beantworten, liegen so bei 30%. Und jetzt wird es eigentlich interessant. Android macht also einen Umsatz von 29 Milliarden über den Android Store. Und bei Apple sieht es so aus, dass über den Apple Store ca. 17 Milliarden Umsatz gemacht werden und ca. 10 Milliarden über Drittanbieter. Also das war unterm Strich in beiden Bereichen annähernd gleich liegen. Und das bestärkt natürlich die jeweiligen Geschäftsmodelle dieser beiden Unternehmen, Google auf der einen Seite, Apple auf der anderen Seite.
Nun, jetzt muss man sich natürlich auch mal Gedanken machen, welche Technologien werden denn eingesetzt, um letztendlich Content auf die Displays zu bringen? Und ich muss jetzt natürlich auch ehrlich sagen, ich selber bin kein Softwareentwickler. Ich habe zwar vor vielen Jahren mal Software entwickelt, aber das ist dann Ende der 90er Jahre doch abgeebnet und seit dieser Zeit bin ich da also nicht mehr besonders aktiv. Ich kann zwar noch in AutoCAD einige Dinge programmieren, aber was diese ganzen Spezialtechniken im Bereich Web-Content, Entwicklung angeht, da bin ich auch nicht mehr der Spezialist. Da wird vielleicht der ein oder andere von euch rein beruflich bedingt schon mehr Erfahrung haben und sich da auskennen. Und ansonsten geht es mir jetzt hier eigentlich auch nur darum, einmal auf den Fokus auf die Usability zu legen, wie man jetzt zum Beispiel mobile Systeme mit unterschiedlichen Voraussetzungen, mit ähnlichem Content optimal versorgen kann. Das heißt, das Ganze, was jetzt folgt, soll eigentlich mehr oder weniger ein Überblick sein. Auf die speziellen technischen Details gehe ich nicht ein. Das heißt, wer da einsteigen will, der muss sich halt dann auch intensiv in anderen Bereichen dort einarbeiten und auch selber entsprechend weiterbilden. Das hier soll nur eine Übersicht sein. Nun, wir haben es hauptsächlich mit einer Client-Server-Technologie zu tun. Das heißt, wir haben irgendwelche Server, auf die jetzt unsere Smartphones zugreifen mit unterschiedlichen Technologien, Standard-Webseitenentwicklung mit HTML, Cascading Style Sheet, JavaScript, dann mit normalen Webbrowsern, dann speziellen Applikationen, die die Daten in eigener Form bereitstellen und darstellen und so weiter. Und hinter diesen Servern stecken natürlich entsprechend große Datenbankmanagementsysteme, die die ganzen Content-Informationen beinhalten. Nun, der ursprüngliche Ansatz war, man macht getrennte mobile Webseiten. Ja, als das Ganze mit den mobilen Systemen anfing, da war das auch so, da gab es dann eben auf der einen Seite das World Wide Web und auf der anderen Seite eben das mobile Web, was eben im Prinzip auf gleicher Entwicklungsstruktur aufgebaut hat, aber eben, wo man die Funktionen und die Inhalte speziell an mobile Geräte angepasst hatte. Nun, grundsätzlich ist dieser Ansatz nicht verkehrt gewesen, wenn man das aus der damaligen Zeit rückwirkend betrachtet. Denn wir können das pro- und kontramäßig mal ein bisschen analysieren. Wenn ich getrennt für feste Systeme und mobile Systeme entwickle, dann kann ich natürlich kompromisslos optimieren für beide Bereiche und somit rein theoretisch für beide Bereiche die beste und optimale Performance bereitstellen. Aber wenn wir das Kontra dazu betrachten, dann haben wir natürlich einen doppelten Aufwand. Einmal für die Entwicklung der Inhalte und Darstellungen und natürlich auch für die Zusammenstellung durch redaktionelle Bereiche. Und das ist natürlich dann auch kostenmäßig wieder ein doppelter Aufwand. Dabei kann es natürlich auch passieren, dass zum Beispiel Angebote in reduzierter Form
im mobilen Bereich dargestellt werden oder es Inkonsistenzen mit Angeboten auf festen Systemen und mobilen Systemen gibt, einfach weil man bei der Optimierung eben auf die kleinere Darstellungsform Rücksicht nimmt und sagt, okay, das, was ich jetzt auf der normalen Webseite im Browser am PC oder Laptop darstellen kann, kriege ich auf so einem kleinen 5-Zoll-Bildschirm nicht sinnvoll untergebracht. Also muss ich das anders präsentieren. Und da kann es dann schon zu gewaltigen Unterschieden kommen. Ebenso ist die Search Engine Optimization, ja, da ist ein Schriftfehler drin in Optimization, den muss ich noch korrigieren, bevor das jetzt hier einer wieder anmeckert, und dem URL-Handling etwas problematisch. Dieses SEO funktioniert ja durch eine optimale Nutzung der URL-Bereiche innerhalb der Webseite, um die Suchmaschinen entsprechend zu füttern und dazu zu bringen, diese Inhalte ziemlich hoch positioniert darzustellen. Auch da können Unterschiede eben im Bereich der stationären und der mobilen Webseite auftreten. Und diese Technik ist nicht gedacht für Tablets und Phablets. Da hatte man zu der Zeit eben noch gar nicht dran gedacht. Nun, es gibt auch die Möglichkeit des sogenannten Responsive Web Designs, das heißt ein Webauftritt für alle Geräteklassen. Das heißt, man versucht, eine Darstellungsform zu finden von Funktionen und Inhalt, der eben über die normalen Programmiermöglichkeiten und der Medienvielfalt so zusammengestellt ist, dass er auf allen drei Systemen, Desktop, Notebook, Tablet, Smartphone, in ähnlicher Form dargestellt wird. Aber da ist natürlich schon klar, irgendwo muss ich optimieren. Und die Optimierung wird sich natürlich immer auf die kleinste Darstellungsfläche beziehen, sodass das Ganze dann zwar am Tablet noch einigermaßen eine Darstellung bringt, aber unter Umständen eben auf dem großen Bildschirm dann schon nicht mehr so prägnant und anziehend wirkt, wie man sich das bei einem Business-Angebot vorstellt. Nun, auch hier mal wieder gegenübergestellt Pro und Contra. Gut, in der Darstellungsform haben wir natürlich SEO und URL-Handling optimal, weil es für alle gleich ist. Wir haben den gleichen Content über alle Geräteklassen, aber wie schon gesagt, mit bewussten Reduzierungen im Hinblick auf die kleinste Darstellungsform. Und man hat hier eben eine Lösung zu finden für diese Gerätefragmentierung. Das heißt, dass man eben die Bildschirmdarstellungen so optimiert, dass sie im Prinzip auf allen drei Geräteklassen vernünftig reproduziert werden kann. Nun, Abstriche muss man sicherlich hier bei der Performance machen. Man muss sich quasi an dieses Thema anlehnen, die die kleinste Performance haben. Und das wirkt sich dann wieder negativ bei den größeren Geräten aus, die wesentlich mehr Leistung hätten, aber die wird einfach nicht genutzt. Dadurch, wir haben eine sehr komplexe Entwicklung im Bereich Design, Implementation und Test. Und naja, die Gesamtperformance ist nicht so das Optimale. Aber man könnte ja hingehen und könnte sagen, okay, dann gehen wir hin und differenzieren nochmal.
Wir können ja Funktionen und Inhalt prinzipiell gleich halten. Die Entwicklungsmöglichkeiten mit HTML, CSS, JavaScript ist auch okay. Aber wir können ja zum Beispiel die Medien anpassen, eben an den Bereich größerer Bildschirme und kleinerer Monitore, sodass wir da eine Differenzierung haben und man hier jetzt eine Optimierung durchführen kann, um den Content entsprechend der Gerätegröße optimiert darzustellen. Nun, dann gibt es auch noch diverse Beschleunigungsmöglichkeiten, die von Anbietern entwickelt werden. Zum Beispiel die Firma Google mit dem superschnellen mobilen Web mit sogenannten AMP-Seiten, Accelerated Mobile Pages. Unter dem Begriff AMP it up macht Google da entsprechende Werbung. Wie gesagt, es ist eine Open-Source-Initiative von Google in Verbindung mit entsprechenden App-Entwicklern. Und Ziel ist es eben, dass mobile Webseiten beschleunigter auf den entsprechenden mobilen Systemen dargestellt werden. Insbesondere auch der Hauptfokus liegt auf medialem Content, sodass also die Übertragung zum Beispiel von Videos optimiert wird. Deshalb liegt der Fokus dieser Technologie von Seiten Google auch bei den Medienanbietern. Ja, Videoredaktionen, Produktionsfirmen, Marketingunternehmen und so weiter. Und als Ergebnis bekommt man eben hier entsprechende Webseiten für hochoptimierte Antwortzeiten. Nun, wer da etwas intensiver sich mit beschäftigen möchte oder einlesen möchte, der kann das hier über diesen Link hier mal machen. Aber wie gesagt, eine tiefergehende Betrachtungsweise wird sicherlich nicht klausurrelevant sein, sondern nur das, was im Rahmen der Folien und der Vorlesung von mir wiedergegeben ist. Das ist der Inhalt, der klausurrelevant sein wird. Aber wie gesagt, ich habe auch noch kein Konzept jetzt für die Klausur und das muss ich mir jetzt noch überlegen und da können wir ja dann am letzten Vorlesungstag mal drüber reden, wann wir die Klausur dann letztendlich schreiben wollen. Ihr müsst die ja auch anmelden. Nun, wie funktionieren diese Accelerated Mobile Pages? Wir haben im Prinzip wieder dieses Responsive-Technologie, indem wir hier jetzt Funktionen und Content haben, der jetzt einmal ganz normal für Webbrowser aufgearbeitet wird. Und dann hat man diese AMP-Technologie. Hier ist der Trick drin, dass man eben eine optimierte Suchanfrage über die Google Search Engines bekommt und dass man dann eben gerade in Bezug auf die Darstellung und die Medien einen sogenannten Cache installiert hat bei Google in der Cloud, der dann es ermöglicht, so, ich habe jetzt mal wieder alles stumm geschaltet, weil da wieder irgendwelche Hintergrundgeräusche waren. Die können wir jetzt hier nicht brauchen. So, das heißt, durch diesen Datencache kann man eben eine beschleunigte Bereitstellung der Inhalte realisieren und bekommt dann sogenannte instantane Suchergebnisse. Und dieser Begriff, der in der Fachwelt existiert, den habe ich dann mal ein bisschen gegoogelt und in Neudeutsch übersetzt bedeutet das, dass
das Ganze unmittelbar und augenblicklich passiert. Das heißt, dass wir also eine sehr schnelle Reaktion auf Suchanfragen haben und somit den Content relativ schnell auf unser mobiles Gerät übermittelt bekommen. Auch hier mal wieder Pro und Contra. Wir haben einen Vorteil, dass eben speziell das Antwortverhalten für mobile Systeme optimiert wird. Und es eben in Verbindung mit der Google-Suche durch das Caching realisiert werden kann. Ja, es ist ein extrem restriktives Format. Das heißt, die Möglichkeiten sind eingeschränkt, gerade in Bezug auf Werbung, Interaktionen. Man hat keine eigenen Skripte. Es gibt bestimmte Vorschriften bei den Cascading Style Sheets. Und unterm Strich ist das eigentlich auch noch nicht so die optimalste Lösung. Nun, Facebook bietet etwas Ähnliches an als Alternative zu Google AMP, nämlich Facebook Instant Articles. Und Ähnliches bietet Apple mit News an. Auch da geht es wiederum, dass Facebook ein spezielles Format anbietet, um externen Content auf seinen Plattformen optimal darzustellen. Ja, zum Beispiel vergleicht man mal den Messenger auf dem normalen Desktop mit dem Messenger auf einem Smartphone, dann sind da schon deutliche Unterschiede in der Darstellungsform gegeben. Auch hier zielt das Ganze wieder ausschließlich auf Verlage und Inhaltsanbieter. Das Ganze ist natürlich notwendig, dass man sich auch hier wieder anmeldet. Und Facebook hat natürlich auch die komplette Kontrolle der Darstellung von Werbeanzeigen. Das heißt, ein Werbekunde, der kann nicht einfach etwas an Werbung darstellen, sondern muss das Ganze eben in Verbindung mit Facebook absprechen. Und Formulartechniken werden da nicht unterstützt. So, das heißt also für Mobile Business, Mobile Commerce hat das Ganze eigentlich noch keine große Relevanz, weil es einfach zu speziell auf einzelne Anbieterplattformen wie Google oder Facebook beschränkt ist. Nun, hier sehen wir jetzt mal eine weitere Möglichkeit, sogenannte Progressive Web Apps, PWAs. Das sind Webs, die eigentlich aussehen wie eine App. Das heißt, man installiert im Prinzip ein App-Icon, aber dahinter steckt keine App. Das heißt, es muss also auch nichts Spezielles programmiert werden, sondern wenn ich dieses Icon anklicke, wird im Prinzip eine Webseite dargestellt, die aussieht wie eine App. Und das hat natürlich einen Vorteil, weil man kann das plattformübergreifend nutzen. Das heißt, das Einzige, was hier speziell entwickelt werden muss, ist die Installation eines Start-Icons und diesen Startprozess jeweils für Android und iOS. Aber der gesamte Content, der dann ausgelöst wird durch das Anklicken, der ist dann wiederum für beide Systeme gleich. Und man hat hier den Vorteil, dass man zum Beispiel auch Push-Informationen nutzen kann, um eben Kurzmitteilungen auf den Bildschirm zu bringen. Man kann das Ganze auf entsprechende Homescreens mit integrieren.
Ja, so dass man also, wenn man einen eigenen Homescreen hat oder Lieblings-Homescreen hat, dass hier dann zusätzlich diese Information, dieser Button noch dargestellt wird und man quasi ja genötigt wird, da mal drauf zu drücken, ja. Und man kann auch Zugriff auf die Hardware-Systeme eines mobilen Gerätes bekommen. Das heißt, man erlaubt jetzt Chrome letztendlich zum Beispiel Zugriff auf Bilder oder aufgezeichnete Videos zu bekommen. Und das ist natürlich dann auch wieder so eine, ja, Abfrage der einzelnen Nutzerprofile von seitens diverser Anbieter. Ja, das wird von vielen Internetforen unterstützt und auch genutzt, Herr Fied. Das ist eigentlich auch die Technik, die optimal ist mit dem geringsten Entwicklungsaufwand. Ja, denn das wird ja hier schon ausgesagt, eine Webseite, die mit Webtechnologien aufgebaut wird, die aber funktioniert und aussieht wie eine App. Es gibt zwar noch keinen verbindlichen Standard für PWAs, aber wie Sie schon sagten, Herr Fietz, das wird von vielen genutzt, weil es eine einfache Möglichkeit ist und man sich bei der App-Entwicklung für iOS und Android nur darum kümmern muss, dass so ein Icon installiert wird und dass das Drücken des Icons dazu führt, diese Webseite, diese Progressive-Webseite darzustellen. Da haben wir natürlich wichtige Merkmale. Man hat einen Offline-Support, man hat sichere Quellen, Metadaten, um zum Beispiel das Ganze auf einem Homescreen zu initialisieren. Und man hat natürlich auch ein schnelles Laden der entsprechenden Webseite. Auch hier wiederum, wer wissen will, wie das Ganze funktioniert, der kann sich auf dem Google Developers Bereich schlau machen, wie das Ganze zu entwickeln ist. Und dort findet man auch einfache Codebeispiele für diejenigen von euch, die eventuell sowas mal ausprobieren möchten. Auf der anderen Seite, es gibt keine offiziellen Standards. Das hat man noch nicht geschafft, festzulegen. Aber das World Wide Web Consortium, das W3C, das hat diverse Standards getroffen, die PWA ermöglichen. Und da sind es die Funktionen wie Web App Manifest, Service Worker und Push API. Inwieweit diese Funktionen müssen natürlich von gängigen Browsern unterstützt werden. Nun, die gängigen Browser sind natürlich der Chrome-Browser, Opera, Firefox und Safari. Nun, hier in der Darstellung ist Edge noch drin. Aber Microsoft hat ja jetzt bekannt gegeben, dass man die Weiterentwicklung von Edge einstellt und irgendeine Allianz mit Chrome eingeht. Ich nehme mal an, das Ganze wird denen zu aufwendig und zu teuer. Und sie haben vielleicht jetzt mittlerweile bei Microsoft eingesehen, dass sie mit ihren Browsern nicht so populär sind wie eben die anderen Anbieter, insbesondere Chrome, Opera und der Firefox. So, hier sieht man jetzt schon, dass Chrome und Opera schon eine komplette Implementierung aktuell hat. Firefox 2 von diesen drei Standards schon implementiert hat in der Entwicklung. Ist das eben noch der eine Standard bei Firefox
und natürlich auch noch bei Apple Safari. Ja, auch hier sehen wir jetzt mal, wie diese Standards zusammenarbeiten können. Auch das soll jetzt nur eine entsprechende Übersicht für euch sein, weil, wie gesagt, wie das im Hintergrund komplett technologisch funktioniert, kann ich euch als Nicht-Software-Engineer nicht erklären. Aber ich denke, es ist einfach mal gut, dass man auch als Wirtschaftsinformatiker sich so einen Überblick über diese Technologien machen kann. Denn im Endeffekt, wenn ihr zum Beispiel für Content verantwortlich seid oder Plattformen später mal, dann werdet ihr ja selber die Programmierung wahrscheinlich gar nicht durchführen, sondern das werden eben entsprechende andere Leute machen, die eben speziell in diesem Bereich ausgebildet sind. So, auch hier können wir jetzt nochmal zusammenfassen, Pro und Contra. Es ist keine echte Installation notwendig, nur ein Icon muss installiert werden. Man hat diese Add to Home Screen Aufforderung auf Android Smartphones. Es ist ein geringer Entwicklungsaufwand gegenüber doppelter App-Entwicklung. Ich muss halt nur das Icon auf den jeweiligen Bildschirm bringen. Die Google-Suche ist optimiert und was auch wichtig ist, es brauchen keine Apps-Updates durchgeführt werden. Das heißt, es wird nicht immer irgendwann eine Installation von einem App-Update notwendig sein, wo das Icon bleibt und die Veränderungen liegen ja auf Seiten der Webseitenprogrammierung und nicht auf der App-Programmierung. Das hat natürlich auch Vorteile, was jetzt zum Beispiel die Kosten anbelangt für die entsprechenden Content-Anbieter. Die iOS-Unterstützung ist ab der Version 11.3 gegeben. Die Internet Explorer und Edge-Sachen, die können wir im Prinzip streichen, die spielen keine Rolle mehr. Allerdings, wenn man jetzt keine speziellen Optimierungsverfahren hat, dann hat man schon aufgrund der Standard-Webseiten-Programmierung etwas längere Ladezeiten. Das kann man aber dann wieder unter Umständen bei dem einen oder anderen durch M-Caching bei Google optimieren. Aber da muss man halt sehen, ob das zu dem entsprechenden Content-Anbieter passt. Was natürlich auch von Seiten der, ich sag mal, der Store-Betreiber ein Nachteil ist, dass man diese Form der Progressive Web Apps eben nicht in entsprechenden App-Stores findet. Ja, das heißt, man kann jetzt nicht über einen App-Store sich dieses Icon besorgen, sondern das geht über eine Direktverbindung zu dem entsprechenden Anbieter. Durch Aufrufen der Webseite kann dann dieses Icon zum Beispiel automatisch integriert werden, sodass also zum Beispiel gerade aus Sicht von Apple keine Kontrolle gegeben ist, was hinter diesem Icon steckt. Ja, das heißt, der Anbieter kann dann im Prinzip unkontrolliert durch die Firma Apple hindurch seine Inhalte in dieser Form auf Apple-mobile Systeme übertragen. Und das ist ja etwas, was Apple eigentlich nicht möchte. Denn man will ja eine hohe Sicherheit und Zuverlässigkeit gegenüber den Kunden garantieren. Das hat man ja immer so postuliert. Und das ist in dem Falle nicht gegeben. Google wird das eher egal sein. Die haben das bis jetzt ja auch nicht sehr streng kontrolliert. Als nächstes kämen sogenannte Native Apps. Aber ich möchte an der Stelle jetzt für heute Schluss machen, aus dem einfachen Grunde,
weil wir genau gestern bei den Berufsbegleitenden ebenfalls bis zur Seite 25 gekommen sind. Dann würde ich sagen, kann ich euch jetzt soweit für heute entlassen und wünsche euch noch einen angenehmen Nachmittag.